So Leute, beim letzten Mal habt ihr gefeiert. Letztes Mal habt ihr so gefeiert, dass wir zusammen Black Ops 4 gespielt haben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt einfach nochmal eine Folge auf. Ja, Anton, wie geht's dir heute? Geht's dir heute besser als bei der letzten Aufnahme? Auf jeden Fall, mir geht's super. Sehr gut. Ja, Leute, ihr könnt jetzt vielleicht denken, dass wir es am selben Tag aufnehmen. Stimmt aber nicht. Ich habe aber nur noch dieses eine Shirt leider. Das ist das Problem. Und deswegen, nee, Spaß beiseite, Leute. Wir nehmen das jetzt direkt nach der anderen Runde auf, weil es uns das Spaß gemacht hat. Und wir spielen jetzt hier Hacienda Stellung. Da geht's richtig rund. Seraph hat die gleiche Frisur wie ich, ne? Ich habe so auch so einen Strich mir wieder reinrasieren müssen. Ja, ich weiß. Ach, fuck my life, meine Güte. Ich habe schon wieder, irgendwer hat mir das erzählt, ich glaube Devin. Da habe ich so gesagt, von jemand Anton sich jetzt wieder beeinflussen lassen. Dann hat er auch gesagt, der war, dass du mit dem Fußballer da warst. Ja, ja. Ich wusste schon, dass du niemals von selbst auf diese Idee kommst. Ich habe einfach gesagt, das gleiche wie bei ihm. Ja, hab ich mir schon, genauso habe ich es mir gedacht. Aber er hat es cool gemacht. Da schneidet auch immer so die Michaelis und so seine Haare und ein paar Weinspieler. Die Michaelis, Digga. Legende. Hat die Michaelis noch lang? Ah ne, der hat kurze Haare, ne? Jetzt hat er kurze Haare. Schon cool. Was ist passiert? Ich hab so einen Turner mit Boxer kassiert. Mann, jetzt bin ich einmal um die ganze Karte gelaufen. Ich glaube, ich spiele die Runde nicht mit Galil, weil es lohnt sich irgendwie nicht so. Ach Digga, ich hab sogar geprefired. Oh mein Gott, die sind alle in der Stelle. Boah, ich hab grad komplett. Boah, wie er mich geprefired hat. Ich brauch eine andere Klasse. Ich nehm Saug. Boah, so gut getriadet. Okay, ich gebe jetzt auch nochmal Gas. Ein paar sind auch schlecht von denen. Ja, nur ja. Ein und dieser Aroma, der macht mir nur Angst. Wow, und dann kommt der hier Aroma rausgesprungen. Kein anderer, Mann. Ja, natürlich nur der, Digga. Der schwitzt ja auch um seine Familienehre. Ich spawn nochmal hier, als ob. Mein Gott, Digga, wie die ernst machen. Aroma, rauf! Bro, es gafft wie der fliegende Holländer, Mann. Was ist für ein Heli? Unserer, oder? Der das geschafft hat. Digga, es ist so krass, man. Früher konnte man auch einfach so eine Runde spielen, Digga. Heute in jedem Gunfight, Digga. Du brauchst 100er Prezi! Ja, nicht mal 100er Prezi, das bringt. Selbst das reicht ja nicht. Ah! ach komm, das ist Dreck. Ey, der ist immer noch da, der campt immer noch! Hey! Das gibt's doch nicht! Wieso campen der da unten so? Manno, ey! Jo, irgendwas explodiert, Digga, ich hab noch 45 HP. Alter, ich kann dieses Kampfflugzeug nicht mehr hören. Komm, so wir kämpfen uns zurück in diese Runde, Digga. Bus ist Aroma immer noch in der Lobby, ja, Mann. Ja, natürlich, ist der Beste, Digga. Bevor der rausgeht, geht die Welt zweimal unter. Er muss rausgehen. Mann, was ich hab seit 3 Minuten hier gesehen. Oh, Aroma, Digga, mit seinem Tempest. Sind die denn alle? Oh, die sind alle in der Stelle. Weißt du, wie ich schreie, wenn ich Aroma hole? Ich habe ihn noch nicht einmal geholt. Die Dauer-Konter-Drohne macht richtig Bock. Hä? Ah, Aroma, da ist ein Gunfight verloren gegen den guten alten Marcel. Digga, weißt du, wie ich sweate? Du glaubst es nicht, Anton. Ich auch. Weißt du, wie ich mich anstrenge? Wie früher, Alter, ich guck... Er holt mich fast. Hier ist einer direkt bei uns hier. Ah, ich hab ihn. Ah, okay, nice. Boah, Digga, die warten hier gerade auf mich. Boah, das ist so anders sweaty gerade. Hier unten. Nein, Mann, als ob du da gewartet hast. Hier links sein und Ecke, Marcel. Hab ich. Nein, aber wirklich, ich dachte erst, er ist in der Ecke, dachte ich, niemals ist er da in der Ecke. Lol. Komm, lass mal hinten spawn checken. Hier links rum. Ich hab Seraph nicht mehr so lang. Junge, das ist diese Stellung, wo die besser verteidigen als Scump, Digga. Auch eine Drohne? Man muss hier jede Ecke komplett pre-aim, ne? Nein, hinter mir! Ich hab die Stellung irgendwie gekriegt. Mann, Digga! Das macht mich am aggressivsten, wenn ich mich richtig anstrenge, dann klappt's nicht. Mann, ey. Fuck my life, Digga. Ich hab nicht gewusst, dass er von hinten Junge, kommt. Alter, das ist so sweaty. Ich komm nicht klar, wie sweaty das ist. Digga, das ist wirklich... Hui. Dieser Typ mit der Shotgun, ne? Wird's kritisch. Oh, geil. Ich hab Aroma mit einem Blitzschlag geholt. Ich bin so glücklich. Der fällt mir aber gar nicht mehr auf, ne? Ja, er ist rausgegangen, ja! Aber wir kurz kommen neue Leute rein. Ich habe so eine Saug Akimbo aufgehoben. Noch nie so viel Spaß gehabt. Akimbo ist immer geil, wenn man die aufhebt, ne? Ja. Ich habe so lange keinen Gegner mehr gesehen, aber die joinen auch gerade erst wieder neu. Alle in der Stellung, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, let's try our best. Go for it, mate, go for it. Digga, es macht echt Bock mit rechten Paddle. Ist schon gut manchmal.
Mann, mir wird jeder Kill gestealt. Ich krieg auch grad nichts ab. Zum Glück gibt's Ekia, Alter. Hätt's Ekia ein BO2 gegeben, Malaka, ich hätte so viele Killduelle gegen dich gewonnen. Aber weil du mir die Kills immer in der letzten Sekunde geklaut hast, Alter. Wenn der mich jetzt holt, hör ich auch mit COD. Das war knapp, er hat einen Millimeter an mir vorbeigesniped. Spawn die hinten? Nein, 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 Taktik. Oh, Stolperfalle. Boah, das gibt's doch nicht, man. Die spawnen immer da, wo ich nicht bin. Bro, wie viele Stolperfallen sind eigentlich überall immer? Nein, Mann! Alle da! Hä, was habe ich gerade gemacht? Was heißt, ich habe gerade irgend so eine Tür geschlossen. Ja, da unten kann man noch so eine Tür auf und zu machen. Ey, Manometer! Ich schwör, mit Schalldämpfer kann man so viel besser auf Streak gehen. Dann drehen die sich wenigstens nicht einmal einen um und traden einen. Ja, er stirbt auch nicht, der Typ da hinten. Ey, das will ich aus seiner Sicht sehen, wie brutal das aussah. Boah. Nein, Digga, das gibt's doch nicht, dass das Harris disconnected hat, meine Güte, Malaka. Oh Gott, was war das? Digga, Anton, das ist so sweaty. Das ist echt der fliegende Holle, der Mann, hat mir so einen heftigen Scuffjump gegeben. Sweatiness ist wirklich gerade over 9000. Ja, Junge. Das gibt's doch nicht, Mann. Was soll ich noch machen? I love you. Mann, diese stirbst du auch die ganze Zeit durch Shotgun? Nee. Geht er jetzt gar nicht, ich weiß nicht. Ja, zweimal Ek hier, Alter. Ich brauche immer Orbi, Mann. Jetzt ging, glaube ich, keine Black Ops 4 Session, wo man sich nicht einmal in Orbi gewünscht hat. Ach komm, Stolperwix. Digga, die Stolper fallen echt ab, Mann. Es nervt ja auch einfach, dass es kein Orbi gibt. Ja. Passiert? Alter, der hat euch alle abgestochen, ne? Prince of Persia. Was war das für ein Move von ihm? Ich kenne das, das ist diese Fähigkeit, dass er hat dieses Schwert herausgehauen, ne? Ja, aber was ist das, Digga? Warum ist das ein Call of Duty? Ja, Bro, ist doch hier Call of Persia. Digga, was war das gerade? Aber er hat vier Leute geholt. Ja, bei mir hat er so eine Rolle auch davor gemacht und danach erst ein Messer gezückt. Einfach so ein Purzelbaum und danach ein Messer. Ey, das gibt's nicht, Anton. Ich schieß drei Leute permanent an. Ey, das ist so eine Szene, wenn man die schaffen würde. Man hätte so ein gutes Gefühl, aber nein. Meine Hände sind butterweich. Ich bin der Controller. Eingespielt, sagst du? Das habe ich letztes Mal mit Sweezy gesagt. Nach dieser 9 Stunden Black Ops 2 Session, da habe ich nicht mehr gesagt, so der Controller liegt so in den Händen, sondern man ist der Controller einfach, Digga. Man ist ja, es einfach. Ach, fick mein Leben, Mann. Da kommt ein Hund. Erstmal ihn mitnehmen. Ey, Anton, es fehlt immer die letzte Kugel bei mir. Lass mal ein Nuklearduell aufnehmen in Black Ops 2. Ja? Ich wäre direkt dabei. Echt jetzt? Ja, ich würde sofort umstecken. Ich hab richtig Bock auf Zocken, das macht mir richtig Spaß, wenn's ernst. Ja, einen Monat vorproduzieren. Black Ops 2. Digga, die machen echt zu hart ernst. Digga, das ist nicht normal. In der Stellung sind vier Leute, die schwitzen um ihre Familienehre. Ramotti, Gino, Nias, Ramon. Ich wusste, er ist hier drin im scheiß Gewächshaus, wo seine Mutter ihn geboren hat. Diesen Humor liebe ich am meisten, gell. So geil. Alter, das ist so Bait and Switch gerade. Ja, genau da. Oh, du bist einfach nur um die Ecke gekommen, um zu sterben. Klar, Digga. Einfach durch. Rein in die Olga. Oh mein Gott, Double Turn on. Bro, wie viel sind denn da noch eigentlich? Boah, Anton, das ist so sweaty. Ey, Marcel, meine Mami mit der Shotgun. Das gibt's doch nicht, Mann. Warum ist sie so gut? Das ist auch Serif. Da ist die Stellung offen. Da sind alle Gegner. Da! Feindlicher Pfeil im Einsatzgebiet. Geil, dass die Daten noch übersetzt haben. Bro, was geht nicht hier ab eigentlich, Mann? Oh, habe ich eigentlich die Regenbogentarnung erreicht, Mann? Anton, bei mir, wirklich jetzt, bei jedem Gunfight fehlt eine Kugel zum Kill. Wirklich permanent. Digga, diese Runde dauert so lange, by the way. Ich verrenke gleich meinen Kopf. Kein Spaß, mein Kopf ist gleich verrenkt. So Nackenschmerzen. Ich bin, by the way, auch viel zu gierig für Call of Duty. Ey, Junge, Mann. Er holt mich auch noch. Er holt uns beide so perfekt, Digga. Ich habe ihn nicht mal gesehen, ne? Ja, mich hat er komplett veraimt wie nur. Ey, das gibt's doch nicht. Wo campst du denn, Junge, Mann?
Digga, ich krieg nicht mal einen. Ich auch nicht, Digga. Ich hab so lange keinen Kill gemacht. Aber auch keine Waffe hier, so M8, die ich halt immer gerne spiele, oder AN94. Das ist immer so, jede Drecksrunde eine andere Waffe spiele ich. Ja, ich auch. Digga, meine Daumen tun richtig weh, ne? Die sind das gar nicht mehr gewöhnt, das merke ich gerade. Es geht nicht hier eigentlich ab die ganze Zeit. Boah, jetzt habe ich aber viele geholt. Mich auch gerade, genau wie du es gesagt hast. Erstmal ein Graffiti gespielt. Jetzt konzentriere ich mich jetzt mal auf diesen scheiß Blitzschlag. Einfach Semtex angeheftet, Digga. Aha, dann geht's ja direkt mit dem Blitzschlag. Wenn man und sich ich mache jetzt einen Quadfield mit Seraph hinterher, okay? Eins, okay. Zwei, drei. Ach fuck, ich hab ihn geküsst. Das gibt sich, da sind vier Gegner, ich könnte sie jetzt holen, aber der Hund ist natürlich auch noch back am Start hier für euch. Das ist unglaublich. Ey, Mann, Alter. Yo, der mit der Shotgun Shadow Fires, Mann. Mann, ich weiß nicht, wie der Typ ist. Ich rede nicht mit dem anderen, liegt da irgendwo. Ja, und da ist er wieder mit der Shotgun X-Gear. Wann hatte man das letzte Mal X-Gear im Clan-Tag? 94, 41. Mir ist echt schwindelig von der Lobby. Mir auch, Digga. Aber dieser Modus ist ja perfekt zum Einspielen. Der ist dafür erfunden worden, glaube ich. Jetzt kommt wieder die Stellung, in die ich nie reinkomme, wo ich nie einen Kill mache. Er sitzt da in der Ecke. Okay, gut zu wissen. Nein, Mann! Ey, du bist so ein mit deiner Shotgun, Digga. Ich mein's tot ernst, Mann. Family friendly, Amana Koidum. Er ist immer noch da drin. Anton, ich krieg die Krise, die Krätze, die Alter, Mann, ey. Ich hab die letzten 2 Minuten keinen Kill gemacht. Ich auch nicht. Oh, null, null. Digga, ich schaff nicht mal 100 Kills, ey. Ich Opfer. Digga, ich schaff nicht mal 90. Ja, aber. Und die alle die Besten sind hier. Er sitzt natürlich nochmal in der Ecke. Er sitzt nochmal in der Ecke. I can't breathe anymore. You got me. Cause I'm strong enough to live without you, strong enough. Ich hab echt die Bodyshooter passiert, ne? Digga, die Runde geht auch maximale Länge! Das gibt's doch gar nicht! So eine Runde habe ich noch nie in meinem Leben Call of Duty gespielt. 499 aus, ey. Ich hab so eine Runde COD echt noch nie gespielt, ich mein's ernst. Nein, was, Mann? Darf ich raten, war es die Shotgun? Ja. Bei mir auch. Ah, ich hab nochmal Seraph. Jetzt geht die Party nochmal ab. Immer Shotgun, das gibt sich Shadow Fires! Dass er sich nicht schämt, Alter. Wirklich krank. Es ist nicht möglich, Anton. Ich kann nichts machen! Boah, Alter, was geht hier ab? Ah, es geht ja noch. Warum geht es noch weiter? Ach so, weil der nicht contestet ist. 51 Tore, meine Freunde. Ah, 48 Tore. Ja, wir haben beide 100 plus. Digga, aber es war, Digga, die Runde ging 26 Minuten. Ich komme nicht klar, ey. Okay, Leute, lasst ein Like da. Es war auf jeden Fall lustig. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.